Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Ebsdorfer Heide mit dem Uwe und dem Paul. Hallo. Hallo. So, ich bin gerade mal an unserer BGA angekommen. Gerade mal mein Gewicht. Lass ihn kurz stehen, ich fahre neben mein Gewicht oder? Zurückgebracht. Ja, alles gut. Ich hab da jetzt was stehen lassen, nehme ich später mit. Ich fahre jetzt mal zum Händler hoch und hol mal noch das Silo-Schiebe-Werkzeug, ne? Jawohl. Ich finde da nie hin, ne? Aber mal schauen. Sag niemals nie, mal gucken, wie es wird. Was uns halt fehlt, ist halt, wir haben noch nichts zum Düngen und so weiter, ne? Ja. Ja. Kriegen wir noch raus. Muss erstmal nicht. Können wir noch hin. Weil in weiterer Folge haben wir natürlich vor, mit Gärresten zu arbeiten, ne? Mit der BGA natürlich naheliegend. Mit dem schönen großen Fass Gärreste ausbringen, habe ich schon Bock drauf. Auch vielleicht mit Zubringer und so weiter. Da sehe ich mich ein bisschen. Haben wir den Verkehr angelassen? Ja. Der ist noch an, ja. Okay. Es hat ihn noch keiner ausgeschaltet. Nee, ich will auch, dass er an bleibt tatsächlich. Also, okay. Ist ein bisschen lebhafter, wenn so ein paar Fahrzeuge in mich reinfahren. Immerhin hast du es so formuliert, ja. Ja, muss ich ja, ne? Ich merke gerade, dass ich nicht mal schneller fahren könnte, wie die höchstzulässige Gesamt- oder Geschwindigkeit, weil ich einfach nur 43 fahren kann, ne? Ich glaube, ich werde ja, das ist halt wieder das Problem mit den Ketten, ne? Ja, aber die können doch schneller, die Ketten. Nee. Nee, ich glaube, das war Straßenverkehrsordnung oder irgendwie sowas. Okay. Ich glaube, die lassen einfach nicht viel mehr zu, Ketten. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich habe irgendwann mal in einem anderen Projekt die große Fan-Traupe gefahren und hatte sie auf 63 aufgemacht. Ja. Ich wurde in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass das völlig unrealistisch ist, weil ich glaube, es war die Straßenverkehrsordnung, nur sagt Kette 43 oder sowas. Kette 43, okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es schreibt nochmal jemand in die Kommentare. Genau, schreibt das nochmal in die Kommentare. Könnte das Ding auch theoretisch 50 fahren oder 52 oder 55, ist ja dann egal wie. Oder 70. Oder 100. schreibt es gerne mal rein, dann können wir da gerne mal Anpassungen vornehmen. Aber ich bin auch cool damit, wenn wir sagen, ist wie es ist. Dauert halt ein bisschen länger, aber ich habe da kein Problem mit. Es gibt ja genug andere Projekte, wo wir rumrasen wie die Wilden. Also so langsam. Häng mal ab, komm. Ja, warte, nur die Kurven sind immer ein bisschen schwierig. Schafft das nicht mehr, der gute Mengele? Ja, komm, ich häng den mal ab. Ich würde den dann gleich abholen, ist kein Problem. Ja, ist aber noch nicht ganz voll, das ist auch das Problem. Kein Problem. Okay. So, ich nehme auch das komplette Schneidwerk mit, versprochen. Cool. Ja, wäre von Vorteil. Ja. Ich wollte jetzt die ersten zwei Folgen nochmal mit Hand fahren, bevor wir hier VCA rausholen. Mit Hand fahren? Ja. Vor allen Dingen Innensicht, ne? Ich glaube, ich habe eben ein ganzes Stück was stehen lassen. Mhm. Ja, weil das Problem ist, du hast da so eine A-Säule, ne? Die ist echt das... eng. Ah ja. Ihr wisst doch, neues Projekt, neue Vorsätze. Kannst mal versuchen. Wollen wir gleich wieder hochfahren, Paul? Kann man machen. Okay. Neuer Vorsatz heißt mehr Innensicht fahren, oder? Vielleicht. Ich guck mal. Also mit dem Häcksler geht's ja noch ganz, ganz gut, ne? Uiuiui, ja, sorry. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, wo das ganz gut geht. Und der Drescher. Warte. Entschuldigung, ich habe dich gesehen. Alter, hast du... Ich dachte, du hast den kleinen. Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du da 800 Meter... Na ja, gut. Nee, er hat schon, Paul hat sich richtig gegönnt. Also, ja. Ich auch, Entschuldigung, aber. Also, Paul hat das reingeholt, was er quasi beim Trecker gespart hat, ne, beim Schlepper hier. Ja. Ich bin ja gespannt, wie er es dann auf einen großen Hügel hochschieben wird. Da bin ich ja gespannt. Wieso hochschieben? Du musst das mit deinem Drehschemel da hochkommen. Nein. Also, ich bin ja tatsächlich auch der Meinung, wenn du einen Drehschirm hast, darfst du vorne ein Häufchen machen. Ach so, ja, okay, du schiebst es dann hoch. Na? Also tatsächlich habe ich gerade die Ausrüstung zum Hochschieben bei mir dran und es sieht einfach sehr, sehr gut aus. Ja, sehr gut. Also ich glaube auch, dass der Uwe und meiner einer der einzigen Traktoren sind, die da wirklich gut schieben können. Du, das darfst du ganz alleine machen, kein Problem. Ach Uwe, jetzt mach doch nicht den. Nee, es sieht doch sehr gut bei dir aus, hast du gerade gesagt. Ja schon, aber ich mach es jetzt nicht 10 Folgen lang, ne? Ja.
muss schnell genug schieben. Ja, weißt du? So, ja, ja, ja. Ja, ja. Da weißt du Bescheid. Achtung! Alter, hab ich da gerade ein Lenkrad gehört? Entschuldigung, kann vielleicht. Schon sein, ja. Alter Schwede! Was macht ihr denn da auf dem Feld? Umdrehen. Einmal auf der Stelle drehen. Boah, mit Rea wird das echt cool, hey. Ich ahne Schreckliches, aber mal schauen, was wird. Ja, ich habe noch mal eine ganz kurze andere Frage, weil ich gerade hier den Knauf am Lenkrad sehe, im Mengele. Wie sieht's bei dir aus, Werner? Hast du dir so einen Knauf gegönnt? Noch nicht. Ah, okay. Mir wurde nämlich in die Kommentare geschrieben, wo wir das damals besprochen hatten, dass der Knauf nicht auf das G27 raufgeht. Ah, weil es gibt am G27 keine Stelle, wo die regelmäßig rund ist, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Die sind alle so. Hast du das nicht? Nee, anscheinend nicht. Also für mich sieht das so aus, aber mir wurde geschrieben, das hat es nicht. Okay. Vielleicht kann ich es ganz oben hin machen. Muss ich mal. Ich werde einfach mal einen auf Amazon bestellen und wenn er nicht passt, schicke ich ihn wieder zurück. Ja, Amazon ist da ja sehr kulant. So, ich könnte tatsächlich meinen Anhänger mitnehmen. Pokémon steht da schon bereit für mich. Uwe? Ja, warte. Rechts ist halt noch schwieriger, ne? Da hast du in der inneren Sicht noch das große Display. Komm, jetzt fang doch nicht schon in der zweiten Folge an, hier knauserig zu werden, wenn da drei Halme stehen bleiben beim Gras. Naja, wir haben im Moment noch nicht so viel. Ja, also da muss ich ihnen auch recht geben, ne? Wir können jetzt nicht rum. Wenn du jede Reihe hier 10 Halme stehen lässt, dann kommt da was zusammen. Ja. Ist ja gut. Ist, glaube ich, angekommen, Paul. Wie machen wir das mit Wiegen? Müssen wir wiegen? Nee, ist ja unsere. Unbedingt. Wir führen eine Strichliste, wer wie viel abgefahren ist. Ja, da bin ich aber dabei, ne? es gab möglich mal Sachen, wo man wiegen konnte, ne? So richtig mit Namen und so weiter. Mhm. Ich glaube, es war beim 17er, das ne? Das war so schön. Ja, aber warum? Also, das ist doch dann auch einfach nur so, ja, guck mal, ich habe einen Anhänger mehr weggefahren als natürlich, du. Natürlich, es kommt auf nichts anderes. Na gut, das könntest du dafür brauchen, wenn du mehrere Höfe hast. Ich bin nicht so schnell. Ach so, warum denn nicht? Ich habe einfach gerade mal aufs Gas gedrückt. Entschuldigung. Jetzt muss ich auch noch gucken, dass du schnell genug bist. Ich habe gerade gefreut, dass ich nicht auf die Schneidwerksbreite achten muss. Hier geht's bergauf, sorry. Er hat halt nur ein 28. Guck mal, weiß ich nicht, kann ich nicht sehen, dass eine Frontladerkonsole im Weg ist. 22, aber gut. Stopp, voll, stopp. Ja. Ich geh nochmal zum Hof. Du, ich stell das Ding hier mal ganz kurz ab. Springen dürfen wir ja, ne? Ja. Super. Dann fahr ich mal meinen Schlepper nach Hause. Ja, bis dahin bin ich ja auch mit dem Wagen wieder da. Sehr gut. Ich bin ja auch ein bisschen schneller unterwegs. Meiner fährt 53. Schön, schön, schön. Ja. Boah. Vielleicht kriegen wir auch gleich das erste. Jawohl! Ich wollte gerade sagen, vielleicht kriegen wir gleich das erste Knötchen. Aber übrigens, ich nenne ihn jetzt mal Turan. Weiß ich nicht. Markennennung. Halt! Uwe, der Kombi. Der Kombi, der da stand, ne? Der hat mich so aus dem Konzept gebracht. Mein Johnny ist direkt mal schlafen gegangen. Wow. Das ist übrigens ein Blitzer. Ehrlich? Ja, da habe ich mich ihn blitzen lassen. Schön. Wie viel Geld hat's gekostet? Ich habe nichts gesehen rechts oben. Ach so, oben rechts stand 2x4 Euro. Ah ja, okay. Aber auch nur 3 km/h so schnell, also. Interessant, ey, das mag ich aber tatsächlich, ne? So Karten mit so Blitzern und so, ist schon ganz cool. Ja, geil. Komm, es ist mal einfach was anderes. Werder, was machst du? Oh, ich glaube, da gibt es einen weiteren Weg hin. Wir bräuchten dabei einen Lader. Ey, der Anhänger ist gut. Oh. Also, ihr habt ja mal die Grenze markiert, wie weiter hier nach hinten fahren kann. Super. Entschuldigung. Du hast die Hälfte hinter Silo. Ja, das machen wir doch nicht schlechter, als wie ich bin. Also das Silo hat keine Kollision, oder? Naja, das Silo ist ein Durchfahrsilo. Ja, ich hab gedacht, das ist... Ach! Ja. Hatten wir nicht... Ach nee, Kai-Silos hatten wir nicht, ne? Reden wir nicht mehr drüber.
glaube, das kann ich aber mit der Schaufel schieben. Sag mal, wie war das mit, wenn ich 10 Halme stehen lasse? Nee, das ist nicht verloren. Das ist nur falsch hingeschoben. Hm. Ich wäre jetzt wieder da, Herr Häckslerfahrer. Ja, ich suche mir einen Parkplatz. Oh, guck mal hier. Da steht er gut, der Johnny. Da kann ihn auch jeder der Nachbarn begutachten. Ah ja. Ja, kurz hinter den Dings bin ich nur gekommen, bis hinter den Kreisel. So, ich geb Vollgas, ne? 15 Klamotten. Was? Warte. Ja. Ich bin da. Ich dachte, du hast. Was hast du an PS? Die kleine oder die große Ausführung? Ich hab die kleine genommen. Ja, 300 was? 59? Weiß ich gar nicht, ob so viel sind. Ja. Genügend. Wir drehen gleich. Ich glaube, ihr müsstet das Feld in den Anhänger reinkriegen, oder? Das könnte sein. Alter, die Heckwalze ist aber schwer, hey. Aber ich habe die ganze Zeit so ein Blinkelicht in meiner Scheibe, ne? Meine Güte, ey, das ist doch... Mal, wie rum ist denn besser? Ich schieb gleich, wir fahren gleich mal die anderen Bahnen, bitte. Du bist Häckslerfahrer, du hast das Sagen. Ja. Dann heißt es gleich wieder, ah, boom! Nein! So. Ich glaube einfach, so ist ein bisschen länger. Ich komme aus dem Dreh. Ja, natürlich ist es so länger. Ach, ich trinke mal einen Tee, ne? Ja, hast du immer noch? Ja, ja. Ist mittlerweile kalt. Fast. Okay. Wollen wir gucken, ob wir im Kreis fahren können? Ja. Okay. Ja, was ist denn da vorne angepflanzt? Elefantengras war es, glaube ich. Oh ja. Ich finde, sieht ein bisschen spartanisch aus, ne? Sieht aus, wie die Seemaschine ein bisschen kaputt gewesen wäre. Ja, ja. Moment, ich setz gleich ein Stückchen zurück. Aber ein Schlepper sieht schon verdammt gut aus, muss man einfach sagen. Ja, das liegt aber natürlich auch am Fahrer, ne? Nee, den habe ich gerade ausgeblendet. Der, ach so, war, mein der Gott. War hinter Monitor verschwunden. Ich habe tatsächlich nur den Schlepper beachtet, ne? Ja. Du, Uwe? Ja, ich fahr schon weiter rüber. Richtig noch VCA ein, ist doch kein Problem. Ja, aber ich wollte das einfach noch nicht. Warum nicht? Kannst du doch machen. Ja, weiß ich nicht. Dann richte ich mir jetzt VCA ein. 6,2 Meter passt, ja. Müsste passen. Bestimmt. Das kleine Teil, wo du die Schiebegeräte reingestellt hast, ist auch ein Fahrsieder, ne, Werner? Ehrlich? Mhm. Ist aber sehr klein, ne? Ja, aber ist ein schönes Keilsilo. Oh, ja. Wo wollen willst du, Meister? Ich wollte. Vielen Dank. Da musst du mich nochmal vorbeilassen. Ja, passt. Sehr gut. Dein Rohr wackelt irgendwie komisch. Mein Rohr wackelt? Moment. Ja, das gehört so. Der muss demnächst nochmal zum Service. Der war doch neu. Ja, was sagst du? Hab ich gedacht. Der hat schon 0,3 Betriebsstunden drauf. Ja, doch. Mhm. Schon eine ganze Menge. Das ist ein älterer Häcksler, weil er ist ein bisschen laut, ne? Also deswegen fahre ich tatsächlich Innenansicht, weil er so laut ist. Okay. Innen geht's. Aber geht gut ab. Ja. Also wir kommen gut voran, das muss man ja sagen, ne? Für die Arbeitsweite echt gut. Ha, also beim Rohr mache ich mir wirklich Sorgen, ne? Bisschen schon, aber... Ich glaube, das ist einfach nur so für die gleichmäßige Verteilung, dass der das immer so ein bisschen... Ja.
Dann fällt das besser von links nach rechts und ist nicht so ein großer Haufen. Doch. Muss nur schnell sein, so eine Ausrede. Ne? Das stimmt. Plausibel. Wenn die gleich kommt, dann glaubt man das auch gleich. Ja, ich sag's dir. So. Ich habe jetzt 83%. Ja. Tut mir tatsächlich ehrlicherweise ein bisschen schwer nachzukommen. Echt? Also der steht voll am Gas. Wir haben 10%. 15 Tempomat. 10% Schlupf. 9. Aber es geht voran. Paolo muss, glaube ich, kommen. Oh ja, ich sehe es gerade. 96, ja, ja. So ein bisschen geht noch, ne? Aber. Hoppala, ja. Falsche Taste gedrückt. Wir sind noch nicht fertig, oder? Also. Ja. Aber wir sind erstmal fertig mit der Folge. So wohl, das darauf holst du hinaus. Gut, gut, weiß ich Bescheid. liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.